Herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Wir sind zurück mit bei dem weinenden Wikinger, der uns hier auch in unserer Anmoderation ins Wort fällt. Also wir sind zurück mit Ivo und Atze Valhalla und wir spielen weiter auf dem Weg zu Sigurd, also nach Lindford eigentlich. Da wollen wir uns mit Sigurd treffen, aber wir haben hier noch ein kleines Rätsel zu lösen, ein Nebenrätsel, und das würde ich ganz gerne jetzt machen. Vielleicht auf dem Weg nochmal die Chance, den ein oder anderen, von Egyrts Männern umzulegen, damit wir hier vielleicht nochmal mit diesem Balken, also die Schwäche Edwins Einfluss in Oxenforge hier, nochmal ein bisschen vorantreiben. Das machen wir dann so ein bisschen auf dem Weg dahin. Noch eine ganze Menge Artefakte in der Stadt auch, ne? Krass. Da ist noch einiges, was wir holen müssen. Und jetzt müssen wir mal gucken, in welche Richtung wir müssen. Wir müssen in diese Richtung. Okay, dann. Werden wir mal. Das sieht doch aus wie so ein Gehöft hier, was brennt. Boah, viele Blumen hier. Schick. Hier, Kleine! Komm, Pupsi-Pu! Okay. Ja, lassen wir mal mit den Reden. Was ist passiert? Pusteblümchen hat einen Brand entfacht. Böses Mädchen. Alles in Flammen. Ich bin kaum entkommen. Pusteblümchen. Mein kleines Pupsehündchen. Sie ist noch im Haus. Ich bin rausgerannt, aber sie kam mir nicht nach. Na, herzlichen Glückwunsch. Okay, also ab ins Haus. Da wollen wir mal Pusteblümchen retten. Kriegen wir hier irgendwie eine Tür auf? Pusteblümchen. Du bist keine Hündin. Geh her, Kleine. Nichts wie raus hier. Warte mal, können wir das irgendwie... Achso, wir müssen wahrscheinlich rein hier ins Haus, ne? Pusteblümchen? Oh. Pupsilein! Kriegen wir das nicht hier... Achso, warte mal. Ja. Aber jetzt aber... Reicht, oder? Kommt hier, kommt das hinter uns her? Dein Frauchen ist hier drüben, Pusteblümchen. Pusteblümchen sei so ein Fuchs. Okay. Wissen wir das auch. Was habe ich gesagt? Hund, ne? Ja. Pupsi! Pusteblümchen, du lebst! Das war böse, im brennenden Haus zu bleiben. Böse, böse, böse. Sie hat Glück, dass sie noch lebt. Gute Seele, ich begebe mich bald in die schützenden Arme des Herrn. Kannst du bitte auf mein Pusti, mein Pupsi-Hundilein aufpassen? Pusti ist kein Hündchen. Sie ist ein Fuchs. Ein Fuchs? Wie dumm von mir. Deswegen liebst du den Wald so sehr, was, Pupsilein? Aber ja, ich werde einen Ort für sie finden. Gott segne dich. Ich sterbe in Frieden. Lebe wohl, meine Pupsi-Pu. So, und jetzt? Läuft der jetzt hinter uns her? Ist der jetzt sozusagen unser Begleiter, oder? Was machen wir jetzt mit Pupsi-Pupsi? Pupsi läuft tatsächlich hinter uns her. Was machen wir denn jetzt mit dem hier? Also unser Ziel ist auf jeden Fall Lindford. Der ist ja handzahm, also... Kommt der jetzt mit uns mit? Nee, ne, der... Doch, doch, krass. Was machen wir denn jetzt mit dem Fuchs? Können wir den denn hinbringen, den Fuchs? Haben wir irgendeine Möglichkeit?
meine, hier nach Buckingham zu bringen, ist ja irgendwie Quatsch, ne? Ich würde jetzt einfach mal mit zu Sigurd nehmen kommen. Wir gucken mal, ob der. Ich weiß nicht, ob der jetzt hinter uns bleibt. Ich meine, die Quest haben wir jetzt. Wir müssen eine Bleibe für dich finden. Ah! Kommst du mit in meine Siedlung? Aha. Achso, und jetzt ist er weg. Alles klar. Okay, er ist also ein Refner-Top. Sehr gut. Wir haben also Pupsi. Wir haben also einen neuen Bewohner in unserer Siedlung. Pusteblümchen. Auch schön. Nochmal ein Name für den Fuchs. War da was? Auf Vorratswegen oder sowas? Das ist. Ah, guck mal, da ist wieder was. Ah ja, okay. Das vibriert nämlich immer so ein bisschen auf im Controller und ich denke die ganze Zeit, hä? Also da sind wieder Vorratslager, die wir kaputt machen können. Wunderbar. Boah, der Stein ist doch perfekt für unseren Angriff hier geeignet, oder? Warte mal, haben wir hier die Möglichkeit, so einen Wagen kaputt zu machen wieder? Hier sollte ich vorsichtig sein. Oh, wunderbar. Ja, keine Ahnung. Ihr seid in Flammen. Okay, der Scharmützler, der hat auch noch gebrannt. Nicht aufstehen. Oh, das müssen wir nochmal anzünden hier. Na, guck mal, schon haben wir den nächsten Wagen kaputt gemacht. Das läuft ausgesprochen gut. Hier können wir uns gleich mit Pfeilen eindecken. Danke. Ja, machen wir weiter, oder? Ab nach Lindford zu Sigurd. Sieht gut aus. Hier ist auch wieder so ein Banditenlager. Oh, da ist aber auch ein großer Schatz. Ja, dann müssen wir da ja leider rein. Das kann ich natürlich jetzt nicht liegen lassen. Wir haben ja immer noch auch die... da will ich auch nochmal dran erinnern. Wir hatten auch noch diese Rüstung, die wir uns holen wollten. Und zwar... Jetzt weiß ich nicht mehr, wer das war. Und zwar diese Bei-Nacht-Geschichte. Nicht Georgios. Magistermantel? Nein. Wenn du Schaden nimmst. Nein, wir hatten doch irgendeinen. Warte mal, wir hatten den Mantel noch nicht dafür. Die Armschienen hatten wir schon. Handschuh der Verborgenen war das nicht. Was war denn das nochmal? Wir hatten doch so Armschienen, die, wenn wir nach unterwegs sind, mehr Schaden machen. Welche Teile fehlen uns denn da noch? Klar, Rabenklanghose haben wir. Gefallener Heldensatz. Das ist doch wieder was anderes jetzt. Hä? Wir hatten doch ein Set. Also, da bin ich mir ziemlich sicher. Jetzt ist das weg, oder was? Ja, das ist ja völlig der Quatsch jetzt, oder? Also bin ich mir ziemlich sicher, dass wir sowas hatten. Aber gut. Also eigentlich hatten wir so ein Ausrüstungsset bekommen. Und da fehlten uns noch Teile. Aber jetzt weiß ich nicht, wo das ist. Entweder haben sie... Ja, dann rufen wir deine Freunde. Reicht's aber auch.
ist den Tag deiner Geburt verfluchen. Bei einem alten Hafen. Das ist das Lager. Ja. Gucken gleich mal. Erstmal können wir hier was um. Oh, da ist was. Da ist der. Der Attentäter, den wir hier umnieten müssen, ja? Das finde ich so cool, wenn das klappt, ne? Das macht richtig Spaß. Ich habe Räuber zuschlagen und blitzschnell Türmen sehen. Dieses Bild erinnert mich lebhaft daran. Hier ist jemand in dem Lager gestorben, glaube ich. Irgendein anderer Spieler. Ich meine, wir können die dann rächen. Das finde ich immer witzig. Die oder der wurde von mehreren Leuten hier erlegt. Ja, die sind alle tot. Und es gibt auch immer schön XP da noch. Das ist halt das Coole daran. Gerecht. Ruhe in Frieden. Siehste? So, jetzt können wir einmal da rein. Dann können wir uns noch irgendwas. Irgendwas gab es hier noch, oder? Noch ein Kupfernickelbahn bekommen dadurch. Da unten ist noch was. Genau. Dann hier. Einmal bitte nach unten. Wenn es nur ein bisschen Leder und Eisenerz ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir irgendeine Ausrüstung bekommen haben. Und jetzt verstehe ich nicht, wo die ist. Ah, oder haben wir die irgendwie im zweiten Set schon eingeteilt? Dass wir die schon ausgerüstet haben und das deswegen nicht angezeigt wurde? Nee, ne? Haben wir nämlich nicht. Aber was ist denn das gewesen? Also ich weiß nicht, was das ist. Aber wir hatten definitiv, da bin ich mir ziemlich sicher, eine Rüstung... Ich weiß, ob die auch Rabenclan war. Und die hatte irgendwas, wenn man diesen aus. Also es war auf jeden Fall nicht dieser gefallene Helden, die gefallene Heldengeschichte. Und ich habe aber keine Ahnung mehr. Ich weiß es nicht. Das irritiert mich jetzt absolut. So, Fertigkeitenpunkte. Wir wollten hier noch weiter zur Richtung Axt gehen. Machen wir auf jeden Fall erstmal das hier. Widerstand leicht und dann gucken wir, dass wir das hier noch machen mit der Bartaxt. Dass wir uns jetzt diese Sachen mal zusammensammeln. So, also Linford, hier soll ja irgendwo nicht nur noch ein Schatz sein, sondern vor allem auch Sigurd. Ah, und guck mal, das müssen wir ja kaputt machen. Da haben wir doch hier oben hier Feuer gehabt. Das muss ich mir nochmal irgendwie in die VODs anschauen oder so. Das finde ich merkwürdig. Weil die Sets, die wir jetzt haben, finde ich irgendwie gar nicht mehr so cool. Deswegen irritiert mich das umso mehr. Ist da noch was? Nee, hier ist nichts. Und hier ist einfach nur die Truhe. Okay. So, angeblich soll Sigurd hier irgendwo auf uns warten, ne? Die Frage bloß, wo der ist, ja? Hier ist irgendwie ein Baum, oder wird er wohl nicht auf dem Baum sitzen, oder? Wollen wir mal... Da unten ist er. Da ist er. Wie überzeugen wir sie, sobald wir sie haben? Sagen wir, was wir wollen? Oder reden wir um den heißen Brei? Ja. Nach allem, was ich bisher über sie gehört habe, redet Fulke nur allzu gern über Okkultes. Auf eine Frage wird sie 10 Antworten geben. Und da ist Eivor.
Na, gucken wir mal. Ah, du kommst gerade recht. Die heilige Frau Fulke ist in der Nähe. Man hält sie in der Abtei des heiligen Alban gefangen, hinter der Flussbiegung. Das ist unser Moment, Eivor. Danach wird sich alles ändern. Ich würde mich ja für dich freuen, wenn ich wüsste, wer diese Frau ist und warum wir sie brauchen. Ich habe genug erklärt. Es ist an der Zeit zu handeln. Du hast nichts dergleichen getan. Ich habe nichts als leere Worte gehört. Ich will mit dir reden. Ich, dein Jarl. Das allein ist schon Grund genug. Warum? Damit sie einen Zauber ausspricht und Edwin in einen Aal verwandelt? Wir sind nicht nur wegen Fulke hier, Eivor. In der Abtei liegen Reichtümer. Mehr als wir zählen können. Stiehl so viel Silber und Gold, wie du willst. Wenn es keine Bauern gibt, die wir damit anheuern können, ist es wertloses Metall. Männer aus ganz Mercia werden dem Ruf zum Kampf gegen die Frau folgen, die Westsexe die Treue schwor. Eivor, es gab eine Zeit, da bist du mir gefolgt, ohne mich zu hinterfragen. Weil wir einander vertraut haben. Weil du wusstest, ich würde dich nie ins Unglück führen. Ich würde nie unsere Leben aufs Spiel setzen, ohne zu wissen, wofür. Was hindert dich daran, mich so anzunehmen, wie du es einst getan hast? Als deinen Bruder, deine Familie. Sigurd, du weißt, ich würde niemals dein Vertrauen missbrauchen. Ich kämpfe an deiner Seite. Aber diese Jagd muss Grenzen haben. Gedrick verlässt sich auf uns. Natürlich. Und wir kümmern uns bald um ihn. Doch jetzt komm. Die Abtei wird dich nicht enttäuschen. Sie ist berühmt für ihre Schätze. Mhm. Welche Abtei er wohl meint, hä? Weil die Abtei, meint er die hier unten tatsächlich? Tatsächlich meint er die hier. Das ist tatsächlich das Kloster hier. Hm, interessant. Okay, dann werden wir das jetzt wahrscheinlich auch machen. Ja, dann machen wir das auch. So, müssen wir jetzt mit unserem Schiff fahren oder wie machen wir das jetzt hier? Wir müssen die mal markieren, die Quest. Das wäre jetzt, glaube ich, sinnvoll. Schwächer ist. Achso. Können wir mit so einem kleinen Boot fahren eigentlich hier? Tatsächlich. Okay, cool. Wo ist denn. Ach, der fährt mit seinem eigenen Boot. Okay, und wir haben Basim auf dem Boot. Okay, das ist. Das ist sinnvoll. Was wissen wir über diese Frau? Der Tarn nannte sie eine Ketzerin. Der Sigurd kann auf jeden Fall nicht so gut steuern wie wir. Der kriegt das irgendwie gar nicht hin. Na gut. Ist mir dann jetzt auch egal. Ja, aber wir gehen doch trotzdem von der Wasserseite ran. Wir hätten das einfach auch mit unserem großen. Was sind hier viele Fische, krass. Wir hätten es wahrscheinlich auch mit dem großen Boot machen können, das wäre wahrscheinlich sinnvoller gewesen. Aber jetzt finde ich es irgendwie witzig, dass wir mit dem kleinen Boot unterwegs sind. Ist das, das ist doch schon das Kloster, wenn ich das richtig sehe. Hallo? Na? Warte mal, da ist noch was zu plündern. Wir können natürlich auch zu Fuß weitergehen. Och, einfach mal einen Kupfer Nickelbahn bekommen. Cool. Das nehme ich gerne. Oh, ah, wir müssen aufpassen. Folgt mir nach! Du wirst dich würmern.
dieser Scheißhaus. So, wir sind am Kloster angekommen. Aber jetzt ohne Sigurd wahrscheinlich, weil Sigurd irgendwie, keine Ahnung, da hinten auf dem Boot hängt. Na gut, dann machen wir das ohne Sigurd. Also, Fulke wird in der Krypta des Klosters gefangen gehalten. In St. Albans können Vorräte geplündert werden. Vielleicht sollen wir das auch einfach mit unserer Mannschaft machen oder machen wir das jetzt zu zweit? Weil ich glaube, das ist ganz schön knackig jetzt zu zweit, ne? Aber wir probieren es einfach mal, würde ich sagen, oder? Hey, Paras! Ruhe! Die ersten drei haben wir schon mal relativ entspannt gemacht. Ich nehme einfach alles gleich mit, was wir hier finden. Eine Maultrommel haben wir sogar gefunden. Und die sind ja jetzt auch nicht ganz so gewarnt wie sonst, ne? Das heißt, wir haben vielleicht auch einen kleinen Vorteil jetzt hier. Boah, sind das viele Schätze. Boah, 4. Okay, alles klar. Das sind einige. Da müssen wir mal ganz... Da oben ist einer auf jeden Fall. Hier im Eingang ist garantiert auch einer. Nee, tatsächlich nicht. Wir sind noch relativ am Anfang, ne? Okay, die sind alle weiter weg. Ich weiß nicht, ob die da oben irgendwie spannend werden für uns. Vielleicht müssen wir die da oben mal... Ja. Genau, das habe ich befürchtet. Dass wir uns die da oben mal... reinziehen müssen hier. Mag schon sein. Müssen wir auf jeden Fall mal platt machen da oben. Die Waffe da hinten. Ui, das sind eine ganze Menge da unten. Heidewitzka. Okay, das wird spaßig. Wir sollten uns vielleicht mal tarnen. Hallo? Keine Fackel. Wie machen wir es jetzt? Boah, da oben an die Balliste, alles klar. Ich hab einen Plan. Können die auch sabotieren? Oder ne, wir interagieren einfach, ne? Genau, guck mal. Zack. Okay, die kommen alle hier hoch. Ja, die macht zu viel Spaß, um die nicht einzusetzen, ja. Wenn man den trifft. Okay, man kann sogar was so zählen. Aber so cool ist sie auch nicht. Aber dann sabotieren wir die einmal. So. Okay, also. Wir haben Gegner. Wir können unsere Pfeile nehmen, das ist auch gut. Das sind jetzt aber einige hier, ne? Was bin ich? Du wirst mich nicht los!
draufpicken hier. Immer, Bruder. Ja, wir brauchen glaube ich noch ein bisschen. Okay, der Hammertyp ist natürlich. Ein Schatz für uns. War der hier? Ja, hier ist nicht einer. Ich befürchte bloß, dass wir wahrscheinlich unsere Mannschaft trotzdem brauchen werden dafür. Wo ist diese Frau? Es muss eine Krypta oder ein Vermisst geben. Weil wir. Ich weiß nicht, ob Basim uns hilft, die ganzen Schätze zu plündern. Wir sind immer noch relativ weit unten, ne? Ja, wir sind jetzt erst in dem oberen Teil. Hier gibt es auf jeden Fall Schlüssel. Ach, Sigurd ist da! Mensch! Auch mal angekommen! Das ist ja nett von ihm. Hier kann man durch. Ah, das war so klar, dass da eine Schlange drin ist. Okay, die großen Schätze sind wir da hinten. Da haben wir noch einen. Da ist ein Schlüssel. Wo, was? Okay, da ist jemand an der Balliste. Ja, ja, da oben. Okay, der muss weg. Den müssen wir sabotieren oder irgendwas, aber da müssen wir hoch. Das ist zu unangenehm. Oh, lass mich vorbei. Hallo? Ich will hier hoch. Hallo, mein Freund. Okay, das ist gut. Siehst du es nicht, ne? Das sind aber auch noch einige Schätze hier. Okay, wir können hier von. Da ist die Abtei des heiligen Alban. Ja. Dort halten sie Fulke gefangen. Sicher wird sie gut bewahrt. Aber bevor ich da rein möchte, ich möchte eigentlich ganz gerne noch die ganzen Schätze hier holen, weil. Da bist du ja. Dort halten sie Fulke gefangen. Ja, wir müssen natürlich. Halte Dings geduld mit einer Übersetzung. Ach, Raub zu beginnen. Ach, guck mal. Na dann mal, komm. Wenn man in dem Dings ist, dann kann man das auch so machen. Das ist ja cool. Nachdem wir jetzt auch. Nachdem wir jetzt aufgeräumt haben, ist das ja richtig gut. Ich
lerne ja hier sogar noch Dinge hier. So, macht das Sigurd mit mir? Hey, komm mal kurz her. Ah, Basi macht das, okay, cool. Das Rohmaterial, das ist gut. 4-mal Rohmaterial her. Das ist zu gut. Ich lass dich aus. Ja, hat Sigurd hat also ein krasses Zweihänder auch, ne? Achso, die können wir auch schließen. So, einmal hier brauche ich bitte Hilfe. Los, hilf mir mal! Wir werden auf jeden Fall nach der Mission mal in unserem Dorf zurückgehen, weil ich glaube, wir können einiges ausbauen und ich will die Rüstung auf jeden Fall nochmal verbessern. So, irgendwo da unten ist auch ein Schlüssel. Da ist ein Schlüssel. Und mal da ist auch noch ein Rohmaterial da hinten in der Abtei. Da möchte ich einmal hin. Und Hinweis. Hinweis auf den Orden, das finde ich gut. Patrick. Ja, da müsste vielleicht mal jemand mithelfen. So, danke, jetzt vielleicht mal. Hilfe! Mhm. Vielen Dank. Sigurd macht auch nie mit, ne? Immer nur Basim oder... Immer nur Basim? Basim? Basim wahrscheinlich. Ne? Ich sag mal Basim. Basim. So, dann mal ab in diese letzte... Ups, hier, hier können wir uns auch... Wir hätten das Ganze auch leise machen können, ne? Aber das ist ja nicht so unser Stil. So, wir kommen jetzt in der Abtei, das ist jetzt die Frage. Wir kommen hier nicht so einfach rein, also müssen wir klettern. So, irgendwo muss hier ein Eingang sein. Ist das nicht mit dem Turm vielleicht hier? Ah. Das ist jetzt die Frage, ne? Wo kann man denn jetzt hier rein? Das eine... Die eine Fenster geht immer hier an diese Seite hier ran. Ach, da oben schon? Nein. Doch. Ach, wie krass. Okay. Okay, das habe ich jetzt gar nicht erwartet, dass man hier Glas kaputt machen kann. Alles klar. Abdalbere, ich bitte jeden Tag für die Seele von Bruder Eis. Der Mann ist ganz klar von Habsucht besessen. Zweimal schon habe ich meine Ledersandalen getragen sehen, die mein Onkel mit eigenen Händen angefertigt hat. Einmal zwang er mich dazu, mein Manuskript zu verbrennen, weil es meinte, es wäre zu blumig geschrieben und grenze an Dekadenz. Ich empfehle also voller Demut, dass der gute Bruder möge der Herr über den Wachen ein Büßerhemd tragen und sich 10, 12 oder gar 15 Hiebe der Selbstgeißelung zufügen möge. Bruder Timotheus, ja, das war damals so. So, jetzt müssen wir mal gucken. Den hier, den Meister hier. Ah, da ist ein Standartenträger. Das ist gut. Nein. Dahin? Ja, den wollte ich unbedingt töten hier. Haben wir... Aua. Seid achtsam, wir schaffen das! Ich glaube, wir müssen die Tür mal aufmachen, ja? Brauchen mal die Tür. Guten Tag. Ich habe ein bisschen was mitgebracht.
der Standartenträger ist raus. So, jetzt hat der auf jeden Fall schon mal einen Schlüssel hier. Da kommen wir auf jeden Fall schon mal in irgendeine Krypta rein. Und da ist auch nochmal ein... Da ist auch nochmal ein verschlossener Raum, den wir aufbrechen müssen. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hier Feuer bekommen. Ah, okay. Endlich. Ja, aber bevor wir das machen, ich möchte ganz gerne erstmal ein bisschen Feuer holen. Und die Frage von wo. Wo kriegen wir hier Feuer her? Haben wir das irgendwo auf dem Platz? Da. Perfekt. Bevor wir also gleich da runter gehen. Einmal bitte schnell noch den letzten Vorrat holen. Wie lange brennt das jetzt noch hier? Ja, das brennt immer noch. Hier mal Hilfe! Aber gut, dass Basim das macht. Weißt du, Sigurd hat gesagt, hier gibt's Raub. Hier gibt's, ne? Ohne Ende Reichtümer. Aber ihm interessiert es überhaupt nicht, was wir hier machen. So, dann gehen wir nochmal in die Krypta. Wir brauchen ein bisschen, ich würde mal sagen, ein bisschen Feuer brauchen wir, weil ich glaube, das wird ein bisschen dunkel hier drunten. So, was haben wir hier? Hier haben wir nichts. Gehen wir weiter runter. Für den heiligen Judas, ich danke dir, geliebter Jesus, für die Weisheit. Den Typen mit dem können wir sprechen, okay. Wer wagt es, dieses Heiligtum zu betreten? Das ist doch nur eine Höhle, die nach Pisse und Tränen riecht. Wie kannst du? Wir suchen nach einer Frau namens Fulke. Wir erlösen euch von ihrem Übel. Die verrückte Ketzerin? Der Selbstgeborene hat mir einen Engel gesandt, um mich zu erlösen. Öffne die Tür. Ja, jetzt bin ich aber gespannt. Sie muss bestraft werden, nicht von Dänen oder Mahometanern, sondern von wahrhaftigen Christen. Denk nach. Mönch, unsere Hände sind voll vom Blut deiner Wächter. Ist dein Gott so hungrig nach Märtyrern, dass er auch deinen Tod herbeisehnt? Ein gutes Argument. Ich gehe kurz in mich. Der Herr bittet mich, alle Fremden willkommen zu heißen. Hier, nimm den Schlüssel. Und wenn du gehst, nimm deine seltsame Freundin mit. Na dann. Machen wir das wohl, ne? Jetzt bin ich mal gespannt. Gelobet seist du, O Herr der Schatzkammer des Lichtes, für diese Aussicht auf Errettung. Seid ihr von den Engeln Saklas geschickt? Oder sendet euch der Selbstgeborene? Das kann ich dir nicht sagen. Bist du die Frau, die man Fulke nennt? In dieser Welt bin ich das. Ich bin auf der Suche nach der wahren Natur des Selbstgeborenen. Und du sammelst Artefakte? Ich sammle die Instrumente der Kinder Saklas. Oh ja? Ich besitze einige dieser Kuriositäten. Bist du im Besitz eines geschliffenen Steines mit ungewöhnlichen Zeichen? Nun, du bist ja interessant. Verbirgst die dunkle Haut unter Kapuze und Robe. Und diese teuflische Klinge. Wir sollten gehen. Die Soldaten werden bald hier sein. Es gibt Ställe hinter dem Kloster, wo wir uns ungestört unterhalten können. Na, dann machen wir das doch mal. Kommt. Die hat aber ein... Ist das ihr Schwert, sag mal? Hey, der Witzka hat ein krasses Schwert. So, wie habt ihr euch Fulke vorgestellt? Ich habe sie mir definitiv nicht so vorgestellt. Aber gut. Wie lange hielt man dich gefangen? Ein paar Wochen. Ein Monat vielleicht. Wegen deiner sogenannten Häresie? Häresie, ja. Ich hatte das Glück, viele weltliche Gegenstände in meinem Leben zu entdecken. Gegenstände, die vom Werk des Demiurgen zeugen. Dem falschen Gott, den diese Schwachköpfe in ihren Roben anbeten. Ich fand sie und andere Schnitzereien in ganz Germania und Francia. Und auch hier in Britannia. Lady Edwin behauptet, sie wären gotteslästerlich. Doch ihr Verstand ist vernebelt. Sie sind von unschätzbarem Wert.
können wir diese Gegenstände sehen? Wenn du die Wahrheit über deine Herkunft suchst, sollst du sie heute erfahren. Wahrlich, die suche ich. Genug von den Rätseln, Sigurd. Fulke ist eine Hüterin wertvoller Gegenstände, von denen einer meine wahre Natur offenbaren könnte. Wahre Natur? Du sagtest, es ginge um den Sieg und wie wir Edwin bezwingen. Zu wissen, dass ich ein Abkömmling der alten Götter bin, wäre ein Sieg. Es würde meinen Anspruch auf dieses Land untermauern. Ein Abkömmling der Götter? Bei Odins Auge, Bruder. Wovon redest du da? Fulke, es heißt, du wirst im Besitz eines besonderen Steines mit seltsamen Zeichen und dem Bild eines Baumes. In der Tat. Ich nenne ihn den Sagenstein. Denn er kam mit dem Dänen Ragnar Lodbrok in dieses Land. Und jetzt hast du ihn? Er ist Sonne und Mond meiner heiligen Sammlung. Wir sind wegen eines Bündnisses hier. Du träumst, das ist nichts als ein Stein, das wissen wir alles gar nicht. Aber das erste wissen wir auf jeden Fall. Wir sind wegen eines Bündnisses hier. Willst du diesen Stein kaufen und gegen ein Bündnis eintauschen? Oder gegen kampfbereite Männer? Ist er zu irgendwas nütze oder schmeichelt er dir nur? Vielleicht sollte ich euch drei allein lassen, damit ihr eure Streitigkeiten beilegen könnt. Wir sind uns einig. Wir wollen nur den Stein sehen und die Runen darauf lesen. Niemand vermag, diese Runen zu lesen. Ihre Sprache ist geheim und vermutlich lange tot. Es kann nicht schaden, ihn uns zu zeigen. Nein, kann es nicht. Gepriesen seist du, o Selbstgeborener, der du mir diese drei geschickt hast, um mich von meiner Strafe zu befreien. Kein flüsternder Gott führte mich her, Fulke. Ich brauche keine Anweisungen. Du kamst, weil ich dich rief, Eivor. Sie sprachen durch mich. Bruder, du verwirrst mich immer mehr. Und mich faszinierst du mit jedem Moment mehr. Der Sagenstein befindet sich gut verborgen in der Obhut meines Dieners. Bist du bereit, ihn zu sehen? Tja, ob wir den Stein sehen, das werden wir in der nächsten YouTube-Folge erfahren. Ich mache an dieser Stelle einen kleinen Cut, so zu kleinen Cliffhanger für die YouTube-Zuschauer. Für die Twitch-Zuschauer geht es gleich weiter. Wir machen auf jeden Fall noch mal ein bisschen weiter. Aber für diese Folge war es das erstmal. Ich wünsche euch noch einen weiteren schönen Tag, Abend oder Morgen, je nachdem, wann ihr das guckt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.